nichts Schöneres, als einfach so abzuhängen. Unter der Sonne Berlins. Den lieben langen Tag. So, Faultiere sind ja eigentlich nachts- und dämmerungsaktiv. Es ist ja ganz selten, dass die am Tage rege sind. Zur Fütterungszeit, das ist meistens so um 15 Uhr, da bewegen sie sich mal. Oder wenn wir früh hier sauber machen. Huch. Lama? Lama? Lama Su? Lama Su aus dem Kinofilm Star Trek, Stadtpate. Und in seiner eigenen Galaxie bleibt doch das Faultier. Den Duft des Haferflockenkuchens hochzupusten, um damit zu locken. Tja, netter Versuch. Du Lama, ich hab heute um 3:30 Feierabend, also bitte beweg dich. Das wäre sehr freundlich von dir. Na komm, schnüffeln tust du ja schon. Das dauert halt immer ein bisschen bei den Faultieren. Lama, na komm mal. Ja, sei mal artig. Ja, komm. Jede Bewegung ist ein Pluspunkt. Aber auch furchtbar anstrengend. Ja, komm. Der Dicke ist jetzt hier hoch am Gitter, weil von hier die Sonne rin scheint und da macht er immer so ein Sonnenbad. Normalerweise schläft er mit bei Püppi auf dem Ast oder er ist auf den hinteren dicken Ast. Und dann kann man immer so schön füttern, aber wenn sie so in der Luft hängen, dann muss man wirklich warten, bis sie sich bewegen. Wenn sie sich bewegen. Lama, komm schon. Eine Stunde später, der Pfleger steht immer noch hier. Das nennt man am steifen Arm verhungern lassen. Ich weiß auch nicht, ich hab kein Glück hier. Pippi, was ist mit dir? Das ist jetzt nicht so, dass wir hier nur Spielereien machen, weil den Haferflockenkuchen fressen sie sehr gut. Und der ist so schön weich und wenn unsere Tiere mal erkrankt sind oder so, dann kann man hier zum Beispiel ein Medikament einnehmen und dann so den Tieren verabreichen. Weil man kommt nicht so einfach an so ein Tier ran, wenn er krank ist. Man kann es nicht einfach so vom Gitter pflücken, ja. Also da bräuchte man schon ein paar mehr Leute. Und dann noch die Gefahr, die haben auch Eckzähne, die sind ungefähr so lang, ne? Sind ja gehören ja zu der Gattung zahnarme Tiere. Und wenn die zubeißen würden, dann hätten wir schon eine Fleischverletzung. Ja, komm mal, meine Schatz. Ich würde ja sagen, flotte Hufe, aber das bringt hier ja nichts. Ja, komm, Schatz. Noch größer bin ich nicht. Ich bin so klein. Schaffst du das? Hältst du das? Ja? Hältst du das auch richtig fest? Ich sehe dir doch schon wieder fallen. Ah. Okay. Na, wenigstens einer. Okay. Und jetzt schön langsam kauen. Sich kaum bewegen. Viel schlafen. Langsam sein. In freier Natur hilft es den Faultieren beim Verstecken. Im Zoo aber nicht. So, wir werden heute mal versuchen, das Faultier aus der Reserve zu locken und mit einer Dusche zu animieren, runterzukommen zu uns. Ob es hier links steht in den Sternen. Damit hier unsere Gemeinschaftsanlage, wo noch ein paar Äffchen mit dabei sind. Faultiere haben momentan 3 Stück hier drin und ein Weibchen halt, die fährt ziemlich auf Wasser ab. Sobald sie dieses Sprühgeräusch hört von der Düse, kommt sie oftmals runter. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es heute klappt. Weil er doch etwas launisch ist. So, Mäuschen, wie sieht's aus? Wie immer. Eher ruhig. So, wach ist er schon mal. Hey, Pippi, wie sieht's aus? Komm mal runter, komm. Also, auf jeden Fall ist er wach. Da ist uns so ein Verlangen in ihr, aber. Ich weiß nicht, ob sie sich überwinden kann. Sie hörte die ganze Zeit. Aber ist nun mal ein Faultier, ne? Ein Tier, für das man Zeit braucht. Viel Zeit.
Na Mäuschen, komm mal runter, komm. Komm, Puppi. Mit Faultieren sprechen, ein bisschen wie mit Pflanzen reden. Doch Marco König besitzt die notwendige Geduld. Na Schnecke, wie sieht's aus? Mag's heute nicht, wa? Wir dürfen nicht vergessen, es sind Regenwaldbewohner. Die brauchen das, diese Feuchtigkeit. Das ist auch das, was wir versuchen, hier künstlich herzustellen in dem Bereich. Diese künstliche Luftfeuchtigkeit. Hat sich da etwas bewegt? Ja, heute sieht schlecht aus. Puppi, hast keine Lust heute? Hm? Schneckchen? Jetzt hat sie die Augen schon wieder zu. Ich kann noch mal ein bisschen näher zu ihr rangehen. Wenn das nicht hilft, dann wachküssen. Wie im Märchen. Puppi, komm. Komm her zu mir, komm. Dornröschen ist wach. Ganz ohne Kuss. Achtung, Bomber bewegt sich. Das freut auch den Prinzen. Ah, schau an, schau an. Wer hätte das gedacht? Na, Mausepups, wie sieht's aus, hä? Ja, hi, mein Schatz. Ja, hi. Hm. Haben wir mal ein bisschen Platz, damit sie da vorbeikommen. Vorsicht, fall nicht hin. Wenn schon wach, dann wird auch geduscht. Aber auf Faultierart. Sie mag es dann auch durch die nassen Blätter einfach zu marschieren, sodass das Fell automatisch nass wird. Wir halten nicht direkt auf das Tier drauf mit dem Wasser. Das ist dann eher diese indirekte Feuchtigkeit. Passt ja auch zu der eher indirekten Lebhaftigkeit.